Häuser erhöht. Vor allem aber auch die Bürgerinnen und Bürger haben mitgezogen. Sie haben sich verantwortungsvoll verhalten, sind zu Hause geblieben und haben Abstand gehalten. Damit konnten wir unser Land vom Schlimmsten bewahren, durch eine gewaltige Kraftanstrengung, durch eine echte Gemeinschaftsleistung. Und dabei schließe ich den Landtag und die Oppositionsfraktion ganz ausdrücklich mit ein. Ich habe mich bemüht, die Fraktion über unser Handeln auf dem Laufenden zu halten, und ich bin dankbar für die Anregungen, die Sie mir mitgegeben haben. Auch den Mitgliedern meines Kabinetts danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz in der Krise, besonders meinem Sozialminister Mane Lucha. Ebenso den Vorsitzenden der beiden Regierungsfraktionen, Andreas Schwarz und Professor Dr. Wolfgang Reinhardt, für die gute Unterstützung, den Vorsitzenden der SPD und der FDP für die Einladung in ihre Fraktionen und den konstruktiven Dialog, den ich mit ihren Fraktionen führen durfte. Und auch die Verantwortungsgemeinschaft aus Bund, Ländern und Gemeinden hat sich bewährt. Ein starkes Zeichen für einen lebendigen Föderalismus. Gemeinsam haben wir einen wichtigen Zwischenerfolg errungen. Unsere Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung haben gewirkt. Das lässt sich an den Zahlen ablesen. Die Verdoppelungszeit der Infektionszahlen ist von unter 3 Tagen Mitte März auf jetzt über 41 Tage gestiegen. Die sogenannte Basisreproduktionsrate ist in Baden-Württemberg von knapp 4 auf unter 1 gefallen. Vor dem Lockdown hat also ein Infizierter 4 weitere Leute angesteckt. Heute steckt er weniger als eine weitere Person an. Dadurch nimmt die Zahl der Neuerkrankungen leicht ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manche sagen ja jetzt, der Lockdown sei völlig überzogen gewesen. Das sehe man daran, dass die Krankenhäuser bei uns ja nicht mal vollgelaufen seien. Ich muss gestehen, dass mich solch eine Argumentation besorgt. Denn es ist offensichtlich, dass unsere Krankenhäuser nur aus einem Grund nicht vollgelaufen sind, weil wir strenge Maßnahmen ergriffen haben. Professor Drosten hat schon vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, dass eben kein Ruhm in der Verhinderung von Erkrankungen liege. Denn die Erkrankungen, die man durch vorbeugende Maßnahmen verhindert, bleiben unsichtbar, weil sie eben nicht eingetreten sind. Ich sage dazu, das Leid, das wir verhindert haben, sehen wir auch, wenn wir nach Norditalien, ins Elsass oder New York schauen. Kliniken, die aus allen Nähten platzen, Ambulanzen voller Schwerstkranker, verzweifelte Ärztinnen und Ärzte, die zur Triage gezwungen sind. Diese Bilder sollten uns auch weiterhin als Warnung dienen. Viele unserer besten Fachleute warnen uns ja nicht ohne Grund vor einer zweiten, viel dramatischeren Infektionswelle. Ich sage das auch mit Blick auf morgen, wenn die nächste Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ansteht. Und deshalb habe ich auch letzte Woche in Ulm gemeinsam mit meinem bayerischen Kollegen Markus Söder vor einer zu schnellen und zu umfassenden weiteren Öffnung gewarnt. Darin sind wir uns auch mit der Bundeskanzlerin völlig einig, denn der Erfolg, den wir erzielen konnten, ist noch immer zerbrechlich. Bereits wenn der Reproduktionsfaktor von knapp unter 1 auf 1,1 oder 1,2 ansteigt, haben wir ein Riesenproblem. Steckt ein Infizierter im Schnitt 1,2 andere Personen an, kämen wir bereits im Juli an die Kapazitätsgrenze unseres Gesundheitssystems. Das zeigt, wie schmal der Grat ist, auf den wir uns bewegen. Was leitet unser Handeln in dieser Krise? Tatsache ist, wir wissen immer noch sehr wenig über das Coronavirus. Trotzdem müssen wir tiefgreifende Entscheidungen im Eiltempo treffen. Deshalb möchte ich etwas zu den Prinzipien sagen, die mich leiten.
Erstens gilt für mich der Imperativ, ständig dazuzulernen. Denn je größer unser Wissen über das Virus, desto besser das Krisenmanagement und wir lernen mit hoher Geschwindigkeit dazu. Deshalb lasse ich mich ständig beraten von herausragenden Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Zweitens orientiere ich mich an den Prinzipien der Entschlossenheit und Besonnenheit. In der Pandemie zählt jeder Tag, deshalb handeln wir entschieden und schnell. Wir haben dafür flexible Entscheidungsstrukturen geschaffen. Die interministerielle Lenkungsgruppe unter Führung des Chefs der Staatskanzlei dient als zentraler Krisenstab der Landesregierung im Verwaltungshandeln. Da laufen alle Fäden zusammen, alle für das Krisenmanagement wichtigen Ministerien sind vertreten. Die Lenkungsgruppe ist zudem die Schnittstelle zwischen Land und Kommunen. In enger Abstimmung mit mir und den zuständigen Ministern trifft sie wichtige operative Entscheidungen. Die Grundsatzentscheidung fällt das Kabinett unter meiner Führung. Mit dieser Struktur arbeiten wir schnell und zielgerichtet. Aber es geht nicht nur um Schnelligkeit, wir handeln auch besonnen. Wir prüfen die Fakten, berücksichtigen die Folgen und Nebenwirkungen und wägen sorgfältig ab. Auch das ist wichtig. Drittens steht der Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung für mich an oberster Stelle. Deshalb stellt sich für mich bei den schwerwiegenden Abwägungen immer zuerst die Frage der Epidemiologie. Welche Auswirkungen hat eine Entscheidung auf das Infektionsgeschehen? Drohen da Risiken für die Bevölkerung, die wir nicht verantworten können? Ich bin überzeugt, dass diese Prioritätensetzung nicht im Widerspruch, sondern im Einklang mit den Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft steht. Denn unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben entfaltet sich dann am besten, wenn wir die Gesundheit aller bestmöglich schützen. Aber als Ministerpräsident orientiere ich mich am Gemeinwohl, an den Gesamtinteressen unseres Landes. In meinem Amtseid habe ich geschworen, Schaden vom Volk abzuwenden. Das ist der Kompass gerade in diesen Zeiten und es leitet meine Entscheidung. Drittens gehört zum Weg der Verantwortung schrittweise Öffnung. Deshalb war und ist es richtig, unser Land nicht auf einen Schlag, sondern vorsichtig und schrittweise zu öffnen. Nur so können wir mit einer Verzögerung von 10 bis 12 Tagen sehen, welche Auswirkungen eine Maßnahme der Öffnung auf die Infektionszahlen hat. Nur so haben wir die Möglichkeit, den Verlauf der Epidemie auf Grundlage der Erkenntnisse, die wir überhaupt haben, zu steuern und bei Bedarf zu korrigieren. Nur so können wir die Gefahr einer zweiten Infektionswelle senken. Wenn wir dagegen zu viele Beschränkungen auf einmal aufheben, haben wir keine Chance, die Verbreitung des Virus zu kontrollieren. Deshalb gehen wir in allen Bereichen stufenweise vor. Bei den Geschäften haben wir eine Grenze von 800 Quadratmetern gezogen und es ist kein Geheimnis, dass mein Kollege Söder und ich diese Grenze lieber weiter unten angesetzt hätten. Und zwar nicht nur, weil Bayern und Baden-Württemberg besonders von der Krise betroffen sind. Wir hätten auch sagen können, wir öffnen alle Geschäfte, die für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sorgen. In den Ländern selbst ist das in den Läden selbst ist es in der Regel möglich. Aber was passiert vor den Geschäften? Den Plätzen und Straßen in den Fußgängerzonen. Wenn wir alle Geschäfte wieder geöffnet hätten, dazu vielleicht noch die Freiluftgastronomie, dann hätte das eine riesige Sogwirkung gehabt. Dann hätten wir bei schönem Wetter große Menschenaufläufe in den Innenstädten. Das Abstandsgebot ist dann kaum mehr einzuhalten und das Infektionsrisiko steigt massiv. Genau das wollen wir vermeiden. Dazu kommt ein weiterer Punkt. Laut Robert-Koch-Institut senken wir unsere individuelle Ansteckungsgefahr um 90-95%, wenn wir die Abstandsregeln von
wenn wir die Abstandsregeln von 1,5 Meter einhalten. Das heißt aber im Umkehrschluss, selbst wenn wir uns diszipliniert an die Kontaktbeschränkungen halten, bleibt ein Restrisiko von 5%. Es ist ein statistischer Sicker-Effekt. Aber ich will meinem Innenminister auch danken, dass er zusammen mit der Polizei auf die Einhaltung dieser Regeln achtet, sodass dieser Sicker-Effekt möglichst gering bleibt. Und die Fachleute sagen uns, dass dieses Risiko in der Summe vieler Maßnahmen ausreichen kann, um Infektionszahlen weiter steigen zu lassen. Und deshalb haben wir diesen Weg der Obergrenze von 800 Quadratmeter gewählt, auch wenn ein systematisches Vorgehen freilich widerspruchsfreier gewesen wäre. Für Friseurbetriebe haben wir ein strenges Hygienekonzept entwickelt, damit sie ab dem 4. Mai wieder öffnen können. Kneipen, Restaurants und Tourismushotels bleiben vorerst geschlossen. Das gebietet die Verantwortung, auch wenn es schmerzt. Denn hier ist die Infektionsgefahr besonders, weil die Kontakte besonders hoch und die Nähe besonders groß sind. Zudem treffen dort, anders als etwa im Büro, ständig unterschiedliche Menschen aufeinander. Das macht die Nachverfolgung anschließend schwierig. Dabei ist mir natürlich die Not der Wirte und Hoteliers sehr bewusst. Deshalb erarbeiten wir derzeit Hilfsprogramme mit einem Volumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich für Branchen, die besonders unter der Krise leiden, so etwa die Gastronomie, den Tourismus oder für die ÖPNV-Branche und die Busunternehmen. Großveranstaltungen wird es für lange Zeit nicht geben können, denn wir haben gesehen, dass dort das Virus besonders massiv um sich greifen kann. Auch bei den Schulen gehen wir schrittweise vor. Ich danke der Schulministerin. Sie muss eine außerordentlich schwierige Situation administrieren. Am 4. Mai starten nun die Schülerinnen und Schüler, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie die Abschlussklassen der beruflichen Schulen. Dadurch wollen wir sicherstellen, dass Prüfungsvorbereitungen und Prüfungen wieder stattfinden können. Allen Schülerinnen und Schülern können wir eine Sorge nehmen: Sie werden alle am Ende des Schuljahres versetzt. Denn die Leistungsbewertung wurde in den letzten Wochen ausgesetzt und sie wird auch in der kommenden Zeit nur eingeschränkt möglich sein. Für die Kultusministerin und mich ist klar, keine Schülerin und kein Schüler soll durch die Corona-Krise in dieser Hinsicht benachteiligt werden. Deshalb ist mir auch eine weitere Entscheidung wichtig. Manche Schülerinnen und Schüler konnten wir mit dem Fernlernunterricht in den vergangenen Wochen nicht erreichen, einfach weil sie keinen Zugang zu einem Computer haben oder die Lehrer die Familie nicht telefonisch erreicht haben. Für diese Schüler werden die Schulen nun gezielt Präsenzangebote machen, damit sie nicht benachteiligt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bekomme viele dramatische Mails von Eltern und Alleinerziehenden. Sie schildern mir darin eindrücklich, wie die Krise ihren Alltag mit den Kindern völlig auf den Kopf gestellt hat, wie schwer es ist, die Kinder zu betreuen, wenn man nebenher noch arbeiten muss oder dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt, weil sie nicht mal raus zum Spielplatz können. Es ist ein großer Druck, der da auf ganz vielen Familien lastet. Es zehrt an deren Nerven. Wir sehen das. Wir sehen auch die Situation der Kinder. Sie leiden besonders unter den Einschränkungen. Von einem auf den Tag dürfen sie nicht mehr in die Kita und in die Schule gehen, nicht mehr Freunde treffen, nicht mehr in den Sportverein oder in die Musikschule. Das ist schlimm für die Kinder und es schmerzt auch mich als Ministerpräsident, aber auch als Großvater zweier kleiner Enkel. Und trotzdem können wir leider nicht schon jetzt die Kitas wieder öffnen. Es wäre nicht verantwortbar, denn kleine Kinder sind spontan und diese Spontaneität lässt sich eben nur begrenzt kontrollieren, etwa beim Spielen oder in der Pause. Diese Spontaneität gehört ja zum Kindsein dazu.
aber sie ist epidemiologisch ein mögliches Problem, weil sich eben Kinder noch nicht richtig an die Abstands- und Hygieneregeln halten können. Deshalb haben wir drei Dinge entschieden. Erstens, die Kitas und Grundschulen jetzt noch nicht zu öffnen. Zweitens, die Notbetreuung zu erweitern für Fälle, in denen beide Eltern oder die Alleinerziehenden an ihrem Arbeitsplatz präsent sein müssen und als unabkömmlich gelten, und für die Schüler auch der 7. Klasse. Drittens führen wir gemeinsam mit unseren Unikliniken eine Studie durch, um herauszufinden, in welchem Maß Kinder ansteckend sind und wie häufig sie das Virus übertragen, obwohl sie vielleicht gar keine Symptome haben. Die Studie findet über die Landesgrenze hinaus große Beachtung. Erste Ergebnisse sollen im Mai vorliegen. Dann sehen wir vielleicht klarer, was wir tun können oder auch nicht. Auch die Hochschulen fahren wir nun vorsichtig wieder hoch, und zwar digital. Ich wünsche der Wissenschaftsministerin viel Erfolg dabei. Das Sommersemester an unseren Hochschulen wird das erste Online-Semester in der Geschichte unseres Landes. Dadurch wird es kein verlorenes Semester, sondern Nachteile für Studierende wollen wir vermeiden, so gut es geht. Studierende in Not unterstützen wir mit einem zinslosen Darlehen. Und dann noch ein Wort zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften. Der Eingriff in die Religionsfreiheit, ein wichtiges verfassungsmäßiges Recht, ist sehr tief. Aber ein Blick ins Elsass zeigt auch, dass das gesundheitliche Risiko bei religiösen Feiern besonders hoch sein kann. Deshalb habe ich in den letzten Tagen ausführliche Gespräche zusammen mit der Kultusministerin, mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften geführt, wie Gottesdienste unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln aussehen können. Und ich freue mich sehr über das Ergebnis. Ab kommender Woche können die ersten Gottesdienste und Gebetsversammlungen wieder stattfinden. Dabei gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Für die Gottesdienstorte müssen ein Infektionsschutzkonzept vorgelegt und Hygienevorgaben eingehalten werden. Das Tragen von Alltagsmasken wird empfohlen. Bei Gottesdienstfreien im Feiern sollen maximal 100 Menschen unter Einhaltung der Abstandsregeln teilnehmen, bei Bestattungen maximal 50 Personen. So haben wir uns mit den Religionsgemeinschaften geeinigt. Meine Damen und Herren, in den vergangenen Wochen waren wir auch deshalb so erfolgreich, weil wir ein unglaublich leistungsfähiges Gesundheitssystem haben. Ein echtes Pfund in der Krise, das wir an den entscheidenden Stellen noch stärker machen. Reha-Einrichtungen, Gebäude oder Hotels rüsten wir für Erkrankte mit milderem Verlauf um. Die Zahl der Beatmungsbetten steigern wir von 2.200 auf fast 3.300 Ende April. Die Zahl der normalen Intensivbetten haben wir schon jetzt um mehr als 50% erhöht. Daneben haben wir ein zentrales System für die Verteilung der Beatmungspatienten im Land geschaffen. Dadurch bekommt jeder Schwererkrankte einen freien Behandlungsplatz, und zwar schnell und gezielt. Daneben bauen wir unsere Kapazitäten zum Testen und Nachverfolgen aus. Unser Ziel ist es, künftig wieder jede Infektion und jeden Verdachtsfall einzeln verfolgen zu können, bei jedem Verdacht unverzüglich zu testen, um die Kontaktpersonen rasch zu ermitteln und sie zu isolieren. Denn je exakter sich die Infektionsherde bestimmen lassen, je rascher wir Verdachtsfälle und ihre Kontaktpersonen isolieren können, desto mehr können wir Beschränkungen für die gesamte Gesellschaft lockern und gezielt vorgehen. Mit unserer erweiterten Teststrategie schaffen wir die Voraussetzung dafür. Diese sieht vor, die Testkapazität auf über 160.000 Tests pro Woche zu erhöhen. Es werden nun auch Menschen ohne Symptome getestet, die in engem Kontakt mit Infizierten stehen, also etwa Pflegekräfte in Pflegeheimen oder Kliniken.
Zudem erhöhen wir das Personal der Gesundheitsämter und wir setzen auch die vom Bund geplante Tracking-App, um die Kontakte besser nachvollziehen zu können. Deshalb mein Appell an dieser Stelle an den Bund, wir brauchen diese App jetzt. Ein großes Problem, mit dem gerade fast alle Länder auf der Welt kämpfen, ist das Beschaffen von medizinischer Ausrüstung und Schutzkleidung. Wir haben deshalb dafür im Sozialministerium eine eigene Taskforce eingerichtet. Die schufte Tag und Nacht, um Schutzausrüstung zu besorgen. Ein echter Knochenjob, denn die ganze Welt sucht derzeit nach Schutzausrüstung und leider auch manchmal mit Wildwestmethoden. Trotzdem, wir kommen voran. Wir haben in den letzten Wochen fast 20 Millionen Schutzmasken, Schutzanzüge, Brillen und Handschuhe beschafft und verteilt, 90 Millionen OP-Masken und fast 30 Millionen FFP2-Masken sind bestellt, 400 Beatmungsgeräte kommen bis Ende des Monats und anschließend doch mal weitere 3.400. Auch beim medizinischen Personal können wir auf Verstärkung zählen. Auf über 2.000 pensionierte Ärztinnen und Ärzte und über 5.000 Studierende, die sich freiwillig gemeldet haben. Das nötigt mir und ich glaube uns allen hier höchsten Respekt ab. Herzlichen Dank dafür. Corona ist nicht nur die schlimmste Pandemie seit der spanischen Grippe. Das Virus erschüttert auch unsere Wirtschaft. Es zerreißt die Lieferketten, es vernichtet Aufträge und es führt zu dramatisch sinkenden Erlösen. Ein unglaublicher wirtschaftlicher Einschnitt, größer als die letzte Weltfinanzkrise und größer als jede andere Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb tut meine Landesregierung alles Notwendige, um die Folgen von Corona auf unsere Wirtschaft einzudämmen. Ich danke der Wirtschaftsministerin. Sie steht unter einem gewaltigen Druck. Viele Branchen, die die Pandemie bis ins Mark trifft, wenden sich natürlich hilfesuchend an sie. Die Wirtschaftsminister und die Finanzministerin haben gemeinsam einen Schutzschirm aufgespannt, wie es ihn in der Geschichte unseres Landes noch nie gab. Er besteht aus 4 Teilen. Erstens aus einem Härtefallfonds mit Direktzahlung für die kleineren Betriebe bis hin zu den Solo-Selbstständigen, zum Beispiel für den Gastwirt, der sein Geschäft noch nicht öffnen darf, den Taxiunternehmer, bei dem kaum jemand einsteigt, die Pianistin, die gerade keine Konzerte geben kann. Sie haben laufende Kosten, aber kaum oder gar keine Einnahmen. Da geht es um nicht weniger als um ihre Existenz. Den Betroffenen zahlen wir einen einmaligen Zuschuss aus, der nicht rückgezahlt werden muss. Über 220.000 Anträge wurden bisher gestellt und rund 200.000 Anträge in einer Gesamthöhe von über 2 Milliarden Euro wurden inzwischen bewilligt und zur Auszahlung angewiesen. So konnten wir eine Welle an Insolvenzen verhindern. Zweitens haben wir steuerliche Erleichterungen beschlossen. Wer mit der Corona-Krise zu kämpfen hat, braucht Liquidität und Flexibilität. Deswegen können Unternehmen die Vorauszahlungen anpassen, ihre Steuern zinslos stunden und die Frist zur Abgabe der Steuererklärung verlängern. Verluste können auch mit Steuervorauszahlungen aus 2019 verrechnet werden. Drittens haben wir unsere Förderprogramme und Liquiditätshilfen massiv aufgestockt und den Geldfluss gesichert. Wir haben den Bürgschaftsrahmen verfünffacht und die Bürgschaftsquote von 50% auf 80% erhöht. Damit unterstützen wir vor allem unseren Mittelstand. Viertens haben wir einen finanziellen Schutzwall aufgebaut, um unsere Industrie zu schützen. Kein Hedgefonds, Staatsfonds oder sonstiger ausländischer Investor soll glauben, dass er die jetzige Situation gegen uns ausnutzen kann. Wir werden keinen Ausverkauf baden-württembergischer Schlüsselindustrien zulassen. Sie sehen, wir lassen niemanden im Stich und unterstützen alle, die Kleinen, den Mittelstand und die großen Schlüssel.
unternehmen. Ich danke der Finanzministerin, die durch eine kluge Haushaltspolitik vorgesorgt hat, sodass wir diese Hilfen auch machen können. Und ich danke dem Parlament für die Öffnung der Schuldenbremse. Meine Damen und Herren, wir helfen aber nicht nur den Unternehmen, sondern auch den Familien im Land. Gemeinsam mit den Kommunen haben wir ein Hilfsnetz für die Familien geschaffen. Das Land beteiligt sich an den Kosten, wenn die Kommunen auf die Gebühren für Kitas, Horte oder Musikschulen verzichten. Dafür haben wir bereits Ende März 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ein Betrag, den wir jetzt nochmal um weitere 100 Millionen Euro als Soforthilfe und Abschlagszahlung aufstocken. Diese Entlastung der Familien ist mir besonders wichtig, denn sie stehen gerade besonders unter Druck. Viele arbeiten und betreuen gleichzeitig ihre Kinder. Dazu haben manche Geldsorgen, weil sie in Kurzarbeit sind oder Angst um ihren Arbeitsplatz. Deswegen sage ich den Familien klar und deutlich, wir sehen, was sie leisten, und wir erkennen es an, indem wir sie mit einem Hilfspaket entlasten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Epidemie ist auch eine fundamentale Herausforderung für uns als Gesellschaft und für unsere Demokratie. Noch nie in der Geschichte unseres Landes sind unsere Grundrechte und unsere Freiheiten so massiv eingeschränkt worden wie in den letzten Wochen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich als Ministerpräsident einmal solche Einschnitte verordnen müsste. Glauben Sie mir, kein demokratisch gewählter Ministerpräsident will solche Maßnahmen ergreifen, wenn er es nicht unbedingt muss. Aber wir haben es eben aus diesem Grund getan, weil es unbedingt notwendig ist, um Menschenleben zu retten. Dabei handeln wir auf Grundlage des Grundgesetzes. Angesichts der akuten Bedrohung mussten wir zentrale Freiheitsrechte massiv einschränken, um das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, wie es in Artikel 2 unserer Verfassung grundgelegt ist, unserer Bürger zu schützen. Das ist ein Grundrecht. Ja? Und dass es einmal notwendig werden könnte, ist in unserer Verfassung schon vorgesehen. So steht in Artikel 11 des Grundgesetzes, dass die Freizügigkeit zur Bekämpfung der Seuchengefahr eingeschränkt werden kann. Ich verspreche Ihnen, genauso wie wir die Grundrechte und Grundfreiheiten einschränken mussten, werden wir sie auch wieder öffnen, sobald es der Schutz von Leben und Gesundheit zulässt. Das ist die Nagelprobe, die wir bestehen müssen und die darüber entscheidet, ob unsere Demokratie unverletzt aus der Krise hervorgeht. Davon bin ich allerdings fest überzeugt. Die Krise ist aber auch eine Bewährungsprobe für uns als Gesellschaft. Und trotz all der Einschränkungen und Belastungen, Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger da draußen und wir alle gemeinsam, bestehen diese Bewährungsprobe bisher auf beeindruckende Art und Weise. Unser Zusammenhalt ist der größte Trumpf in der Krise. Und ich bin sehr froh über das Verantwortungsbewusstsein, die Geduld und die Disziplin, mit der sich die allermeisten an die Vorgaben halten. Und das ist in dieser Situation unendlich wichtig. Viele Menschen verhalten sich in dieser Krise aber nicht nur verantwortlich, sie verhalten sich geradezu vorbildlich. Sie packen einfach an und helfen anderen. Jüngere kaufen für Ältere ein, Ältere nähen für ihre Nachbarschaft Alltagsmasken, Sportvereine bieten Training fürs Wohnzimmer an, Unternehmen spenden Atemschutzmasken, Kinder malen Bilder für die Menschen in Altersheimen, Künstler singen vor Krankenhäusern, um den Patienten Mut zu machen. Diese Liste ließe sich lange fortsetzen. Das ist gelebte Hilfsbereitschaft und Solidarität. Ich möchte an dieser Stelle aber auch, nennen wir sie einfach mal so, allen Heldinnen und Helden der Krise danken. Danke an alle, die im Brennpunkt der Pandemie stehen.
danke dem Pflegepersonal, den Ärztinnen und Ärzten, den Mitarbeitern in den Laboren und den Gesundheitsämtern. Ich danke denen, die unter widrigen Umständen unsere Versorgung und unsere Sicherheit garantieren. Der Polizei, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, den Organisationen des Bevölkerungsschutzes und der Bundeswehr, den Verkäuferinnen in den Lebensmittelgeschäften und den Mitarbeitern im Handel und in der Logistik, all jenen, die unsere Energie- und Wasserversorgung sicherstellen, den Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst, den Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Arbeit unter schwierigen Umständen weiterführen und für die Schülerinnen und Schüler da sind, und vielen anderen mehr, die ich alle hier nicht nennen kann. In diesen Zeiten wird besonders sichtbar, wie sehr wir sie brauchen. Herzlichen Dank im Namen aller Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Meine Damen und Herren, nach dem Lockdown gehen wir jetzt erste vorsichtige Schritte der Öffnung. Leider ist aber klar, eine schnelle Rückkehr zur Normalität wird es erst geben, wenn wir einen Impfstoff haben. Keiner kann heute sagen, wann das sein wird. Sicher ist nur, es werden keine Wochen, es werden viele Monate sein. Bis dahin werden wir die Pandemie nicht besiegt haben. Aber wir können lernen, mit der Pandemie zu leben. Das ist die große Aufgabe, der wir uns jetzt stellen müssen. Leben mit dem Virus heißt, je vorsichtiger wir uns bewegen, desto mehr dürfen wir uns nach und nach auch wieder zutrauen. Und Vorsicht, das heißt erstens, dass wir alle weiterhin viele Monate lang weiter Abstand halten müssen. Das heißt zweitens, dass wir viele Monate Masken tragen müssen. Ich bin mir bewusst, dass es ein echter Kulturwandel ist. Aber es hilft dabei, die Verbreitung des Virus zu bremsen, weil beim Husten, Niesen oder Sprechen Tröpfchen durch die Maske zurückgehalten werden. Deshalb haben wir beim Einkaufen und dem ÖPNV sie zur Pflicht gemacht. Damit ist derzeit ausdrücklich kein medizinischer Mundschutz gemeint, wie er im Krankenhaus benutzt wird. Der wird dringend für das medizinische Personal, für Pflegeheime, für die Polizei oder das Personal in den Supermärkten benötigt. Eine selbstgemachte oder gekaufte Stoffmaske, die über Mund und Nase getragen wird, reicht aus. Wenn in einigen Monaten genug professionelle Masken auch für die Bürgerschaft zur Verfügung stehen, werden wir eine Strategie entwickeln, wie man diese Masken gezielt für weitere Öffnungen einsetzen kann. Leben mit dem Virus, das bedeutet so etwas wie eine gebrochene Normalität, ein Alltag, in dem wir weiter vorsichtig sein und uns einschränken müssen. Je besser uns das gelingt, desto mehr können wir uns wieder zutrauen. Ich verspreche Ihnen, wir werden so viel Freiheit ermöglichen, wie der Schutz von Leben und Gesundheit es zulässt, Schritt für Schritt. Herr Ministerpräsident, lassen Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten, Frau Dr. Baum, zu. Nein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als politisch Verantwortliche konzentrieren wir gerade unsere ganze Kraft daraus, diese Krise so gut wie möglich zu bewältigen. Es steht im Zentrum unserer Arbeit. Dennoch möchte ich kurz den Blick über die akute Krise hinauswerfen. Vier Dinge erscheinen mir für die Zeit nach Corona besonders wichtig. Deshalb sollten wir sie schon heute bei unserem Handeln berücksichtigen. Erstens, nach der Corona-Krise kommt eine andere, noch viel fundamentalere Krise wieder zum Vorschein, nämlich die Klimakrise. Und Fakt ist, die globale Erwärmung lässt sich nicht einfach wegimpfen. Zudem werden wir als führendes Industrieland nach Corona weiter mit der digitalen Revolution und dem tiefgreifenden wirtschaftlichen und technologischen Strukturwandel konfrontiert sein. Deshalb stellen sich auch in der Krise zwei Aufgaben mit großer Dringlichkeit. Wie kriegen wir es angesichts einer tiefen Wirtschaftskrise hin, hier im Land den wirtschaftlichen Wandel erfolgreich zu gestalten und unseren Wohlstand auf Dauer zu sichern? Und wie schaffen wir es, den Klimawandel zu begrenzen und unseren Planeten lebenswert zu erhalten? Beide Aufgaben müssen wir gemeinsam angehen. Und dafür brauchen wir ein ökonomisch und ökologisch ambitioniertes Investitions- und Konjunkturprogramm,
dass wirtschaftliche Erholung, Innovation und Klimaschutz intelligent miteinander verbindet. An den Konturen solch eines Programms arbeiten wir. Übrigens auch mit anderen zusammen, beim Thema Automobilindustrie, zum Beispiel mit den Kollegen Söder und Weil, mit denen ich heute Nachmittag mich besprechen werde als Chefs der größten Automobilländer. Zweitens, die europäische Einigung droht in der Corona-Krise schweren Schaden zu nehmen. Als Solidarität in der Krise gefragt war, haben vielerorts die nationalen Reflexe wieder eingesetzt. Ich sage aber, Freundschaft muss sich besonders in schweren Zeiten bewähren. Wir haben als erstes deutsches Land Patienten aus dem Elsass bei uns aufgenommen, als dort die Kliniken überlastet waren. Andere Länder sind uns gefolgt. Staatspräsident Macron hat unserem Land dafür Ende letzter Woche in einem Brief seinen Dank ausgesprochen. Aber dennoch müssen wir uns alle nach der Krise selbstkritisch fragen, hätten wir nicht noch mehr für die Not unsere Partner tun müssen, die in solche Not geraten sind. Deshalb irritiert es mich auch, wenn jetzt von manchen die alten Debatten aus der Finanzkrise 2011 wiederholt werden. Die Lage ist eine völlig andere. Und wenn jetzt ein EU-Gründungsland wie Italien oder auch Spanien durch das Virus unverschuldet in schweres Fahrwasser gerät, muss ganz anders gedacht werden. Wir müssen jetzt europäische Solidarität beweisen. Hinzu kommt, wenn Frankreich, Italien oder Spanien nicht auf die Beine kommen, dann trifft es auch unsere Wirtschaft, gerade auch als Exportland Nummer eins. Drittens, werden wir die Globalisierung neu denken müssen. Die Pandemie führt uns die Abhängigkeit und Verwundbarkeit von starren Lieferketten vor Augen. Und sie zeigt uns, wir müssen unabhängiger werden bei strategisch überlebenswichtigen Gütern wie Medikamenten oder Schutzkleidung. Die Art der Globalisierung, alles dorthin zu verlegen, wo die Produktion am billigsten ist, müssen wir überdenken. In Zukunft werden wir Lieferketten nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Widerstandsfähigkeit und der Nachhaltigkeit bewerten müssen. Viertens. In der Krise erleben wir hängen alle voneinander ab. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Wir erleben, was wir schaffen können, wenn wir gemeinsam handeln. Und wir erleben unglaublich viel Engagement und Hilfsbereitschaft. Lassen Sie uns dieses neue Miteinander in die Zeit nach der Krise hinüberretten. Wenn uns das gelingt, wenn wir uns alle stärker in die Res Publica, in die öffentlichen Angelegenheiten einbringen und wenn wir das eigene Wohlergehen nicht über das Gemeinwohl stellen, dann hätten wir ein starkes Fundament für alles, was an weiteren Herausforderungen auf uns zukommt. Meine Damen und Herren, in Deutschland und Baden-Württemberg haben wir die Corona-Krise bisher besser bewältigt als viele andere Staaten. Die New York Times sprach vor kurzem sogar von der deutschen Ausnahme und berichtete dabei auch über Beispiele aus Baden-Württemberg. Und ja, es ist uns gelungen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. So konnten wir eine Überlastung unserer Krankenhäuser verhindern und viele Menschenleben retten. Wir dürfen diesen Zwischenerfolg, den wir dem Virus in einem großen gemeinsamen Kraftakt abbringen konnten, nun aber nicht selbst wieder gefährden. Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden, sondern wir müssen weiter auf das setzen, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat, auf Verantwortungsbewusstsein, Geduld, Disziplin und Zusammenhalt. Wenn wir das tun, werden wir hoffentlich eine zweite Infektionswelle verhindern können und diese Krise gemeinsam meistern. Bleiben Sie gesund.
So, meine Damen und Herren, das war die Regierungsansprache von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Hier geht's weiter mit der Phoenix-Runde, selbstverständlich auch zum Thema Corona. Und dann sind wir heute Mittag wieder für Sie da. Da haben wir um 13